für den Moment hinsetzen, gerne eben die Decke oder einen Block unter das Gesäß, die Beine entweder locker kreuzen oder die Knie zum Boden bringen und dann die Hände locker auf die Knie oder Oberschenkel oder in den Schoß legen, so eine bewusste Haltung einnehmen. Und die Haltung ist für dich richtig, wenn du jetzt wirklich entspannt deine Beine und dein Becken nach unten sinken lassen kannst. Soll sich wirklich sicher anfühlen und gleichzeitig aber auch entspannt. Kein Stress in den Knien oder in den Füßen, Fußgelenken, kein Stress im unteren Rücken. Und wenn deine Basis eingerichtet ist, dann recke deine Wirbelsäule etwas weiter nach oben, ohne dass du die Schulter mit dazu nimmst. Das ist auch so eine Gewohnheit im Alltag, die wir ganz bewusst ablegen können. Ich lasse meinen Kopf ganz leicht auf der Wirbelsäule balancieren, entspanne die Gesichtszüge. Meist hilft es einfach, den Mundwinkel leicht nach oben zu ziehen und dann hast du die entspannteste Variante in den Gesichtszügen eingenommen. Und du nimmst den Raum hinter der Stirn wahr, lässt auch die Augen etwas weicher zurückgehen, also die Augäpfel, und spürst, wie sich dadurch auch Spannung löst um die Augen. So hast du dich jetzt auf der physischen Ebene schon mal gut eingerichtet. Und der Atem, der hilft dir, er trägt dich nach innen. Und du wirst ein bisschen feiner in der Wahrnehmung und nimmst dich von innen heraus wahr. Spürst auch hier noch einmal die Verbindung mit unserer Mutter Erde, Mutter Erde Gaia. Sie trägt dich. Sie sorgt für dich. Sie nährt dich. Hab dieses Gefühl, dass für dich gesorgt ist, dass für dich genug da ist. Und es entsteht ein Vertrauen in dir. Und innerlich richte dich nochmal auf und spür die Antenne, die Verbindung nach oben. Wie auch immer du es nennen möchtest. Für mich ist es die Verbindung zu Gott. Auch er oder sie oder es, wie auch immer man es bezeichnet. Es ist ja fern von Worten. Ist da, wenn du es möchtest. Es ist immer deine freie Entscheidung. Worauf lenke ich meine Achtsamkeit, mein Bewusstsein? Und wenn ich mir das eben auch vorstelle, dass Energie hier in mich hineinströmt und mich ja auflädt, mir Kraft gibt, mich energetisiert, dann wird das auch so sein. Dann nimm den Raum hier in deinem Herzen wahr. Du bist hier schön weit und frei. Und dein Atem fließt ganz natürlich und leicht und frei hier durch deinen Brustraum oder in deinen Brustraum und hier wieder raus. Und jeder Atemzug schenkt dir mehr Energie und kannst dir auch vorstellen, wie mit der Ausatmung all diese dunklen Wolkenschichten, Gewohnheiten, die da um dich herum oder dich davon abtrennen, von dem, was tief in dir ist.
Und das sind eben diese Qualitäten, die verbunden sind mit Mutter Erde und Vater Himmel. Und das ist eben vollkommene Freiheit, Fülle, Freude, Frieden und bedingungsloser Liebe. All das ist in dir immer. Und auch hier, wenn du deine Achtsamkeit hinlenkst, dann kannst du das spüren. Und auf energetischer Ebene wird hier die Energie auch angehoben, ausgedehnt. Ist auch eine schöne Übung am Morgen, wenn du wach wirst, vielleicht schon im Bett einfach dich hinsetzen und dich verbinden. Und so kannst du in Dankbarkeit vollkommen friedvoll und oder auch zufrieden deinem Gefühl von Freiheit, Mitgefühl und Liebe deinen Tag oder eben jetzt auch die Yogastunde beginnen. Wir haben unser Energiefeld verändert. Wir sind jetzt auf einer anderen Ebene. Und wenn du möchtest, aus diesem Raum heraus, nimm die Hände vor das Herz und setze deine Intention. Und sie ist in dir. Du spürst es jetzt in dir. Wenn du möchtest, senk die Stirn zum Herzen. Verstand und Herz gehen Hand in Hand. Und so lass uns jetzt bewegen. Öffne die Augen und wenn dein Blick klar geworden ist, dann löst deinen Sitz auf, streck die Beine. Gerne erstmal nach vorne aus. Flex und pointe die Füße. Streich ein paar Mal über die Beine. Innen hoch, außen wieder zu den Füßen. Vorderseite hoch, Rückseite zu den Füßen. Okay. Und dann komme in den Vierfüßlerstand. Nimm alles, was du brauchst, vielleicht einen Block oder so, griffbereit. Und wir bewegen uns. Fächere die Finger gleichmäßig weit auf und das Katze-Kuh-Spiel dazu nutzen, um jetzt den Atem bewusster zu führen. Und mit der Ausatmung hebst du den Nabel nach oben, öffnest die Schulterblätter weit. Und mit der Einatmung wieder nach vorne. Geführtes Hohlkreuz. Schön strecken, recken. Und nimm deinen Atem wahr. Nimm deinen Atem wahr, wie er jetzt gleichmäßig lang ein- und ausströmt. Und gerne im Ujjayi atmen. Das heißt, die Stimmritze ist verschlossen. Der Atem rauscht. Und involviere hier Mula Bandha, also übe mit Mula Bandha deinen Wurzelverschluss, den Beckenboden hier etwas nach innen oben heben. Und so schützt du natürlich auch auf der physischen Ebene deinen Körper. So, lass uns mehr auf den Atem jetzt konzentrieren. Der Atem führt dich. Und du führst den Atem, also dein Bewusstsein, der bewusste Raum führt den Atem. Und mit der nächsten Ausatmung stell die Füße auf und schieb dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Schieb einatmen, die Hände weit nach vorne und ausatmen,
Zieh die Sitzbeinknochen noch ein bisschen weiter nach hinten hoch. Gerne die Knie beugen ein. Atme aus. Ganz leer werden. Unteren Rippenbogen zum Bauch. Zwei, ein. Ausatmen. Die Muskulatur der Beine an den Knochen schieben. Schmiegen. Ein. Ausatmen. Lass den Hals länger werden. Den Blick ruhig. Einatmen. Ausatmen. Tief einatmen. Und genauso lang ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Atme ein. Atme aus. Noch einen. Tief ein. Und atme aus. Und komm auf die Zehenspitzen und beug die Beine, laufe nach vorne, hüftbreit, eine Fußlänge ungefähr Abstand hinter den Händen stehen bleiben. Gerne Blöcke unter die Hände. Und dann Wurzel, Handflächen und Fußsohlen und lass den Kopf entspannt hängen, tief ein. Atme aus, auch hier den Nabel nach innen hochziehen. Einatmen. Schulterblätter weit weg von den Ohren. Einatmen. Ausatmen. Lass auch hier den Blick ruhig. Einatmen. Ausatmen. Weit einatmen. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Genieße den Raum. Einatmen. Atme aus, dich auch von innen heraus wahrnehmen. Einatmen. Ausatmen. Nabel nach oben. Weit über den physischen Körper einatmen, hinaus. Spür dich weit. Und mit der Ausatmung spür den unendlich inneren Raum. Noch einen Atemzug hier. Heb dann sanft den Kopf an, mit den Fersen etwas nach außen, über die Fersen die Fußballen nach außen und dann setz dich in die Hocke. Nimm dir gerne auch den Block unter das Gesäß oder roll dir was unter die Fersen. Einatmen, Wirbelsäule lang. Erde die Außen-Innenkante der Füße, atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig, achtsam ein. Ausatmen, vielleicht noch ein bisschen kraftvoller die Füße nach unten schieben. Einatmen. Atme aus. Auch hier ist der Hals ganz frei. Einatmen. Ausatmen. Tief ein. Vollständig aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Atme aus. Noch einen. Tief ein. Atme aus, setz dich zurück auf die Matte, streck die Beine nach vorne aus, richte dein Becken auf, einatmen, ausatmen, stell die Füße wieder auf, Knie zueinander, Füße geschlossen, greif mit der linken Hand um die Knie, Rücken lang und Twiste nach rechts, atme aus, Wirbelsäule lang ein, vollständig aus, Blick ins rechte Augeneck, einatmen. Ausatmen, zieh die linke Hüfte ein bisschen mehr rück. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Komm nach vorne. Einatmen, greif mit der rechten Hand um die Beine, Rücken lang. Ausatmen, dreh dich nach links. Wirbelsäule aufgerichtet ein. Atme aus, Blick ins linke Augeneck. Einatmen. Ausatmen, zieh die rechte Hüfte ein bisschen mehr rück. Ein. Die Stirn entspannt. Atme aus. Einatmen.
Ausatmen, noch einen, tief ein. Atme aus. Komm nach vorne, einatmen, streck das linke Bein, stell den rechten Fuß außen an das linke Knie. Zieh den Rücken lang, greif dir das rechte Knierücken noch ein bisschen länger und twiste ausatmen, wieder nach rechts. Zieh das Knie zur linken Schulter, einatmen. Ausatmen, wieder ins rechte Augeneck blicken, ein oder darüber hinaus. Ausatmen, ruhig und achtsam ein. Atme aus. Einatmen. Atme aus. Und noch einen tief ein. Vollständig ausatmen. Komm nach vorne, einatmen. Gleich die Beine wechseln. Rechte Hand greift das linke Knie und dreh dich ausatmen nach links. Einatmen, Scheitel steht nach oben. Atme aus, guck ins linke Augeneck, der rechte Fuß ist aktiv. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Atme aus. Ruhig einatmen. Ausatmen. Tief und lang ein. Und vollständig ausatmen. Einatmen nach vorne. Ausatmen, streck das linke Bein, bring die Hände hinter dich. Finger zeigen nach vorne. Heb das Brustbein, zieh die Schultern zurück, stell die Füße hüftbreit vor dir auf. Und jederzeit kannst du auch dein Becken wieder senken, aber jetzt heb die Hüften hoch, so hoch du kannst. Blick nach oben zur Decke, atme aus, tief ein. Ausatmen, einatmen. Atme aus, entspanne auch hier die Stirn. Einatmen. Ausatmen, fühl dich gut geerdet. Ein. Ausatmen. Tief einatmen. Atme aus. Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier, einatmen. Komplett leer werden, noch einen Atemzug hier. Heb den Kopf ein und senk die Hüften, atme aus. Einatmen, bring die Füße zum Boden, die Knie nach außen. Probiere es, ansonsten hilft es auch, auf den Block zu setzen, aber probier mal, ohne Hände nach oben zu kommen. Zum Stehen in Tadasana und verschränk die Finger hinter dem Rücken, zieh die Schultern nach unten, die Oberarme nach außen und die Handflächen zusammen und weg vom Gesäß. Weit ein, heb das Brustbein, senk dein Kinn, atme aus. Tief ein. Atme aus. Unterer Bauch geht hinten hoch ein. Kreuzbein ist ganz weit, wie eine Sonne nach unten strahlen. Ein. Atme aus. Noch einmal ein. Komplett leer, atme aus. Löse, heb die Arme über den Kopf, einatmen, verschränk die Finger und lehn dich nach links. Atme aus. Einatmen, komm in die Mitte, streck dich länger. Und legen dich ausatmen nach rechts. Innenfüße gut erden. Einatmen in die Mitte. Und wieder nach links. Atme aus. Einatmen in die Mitte. Und noch einmal nach rechts. Atme aus. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, verschränkt die Finger an den Hinterkopf. Schiebt den Hinterkopf, Hände zueinander. Hebt das Brustbein an ein. Und lehn dich zurück, atme aus. Auch hier dein Kreuzbein weit, die Füße geerdet ein. Atme aus. Noch einen Atemzug hier. Guck nach oben, entspann die Stirn. Atme aus. Einatmen, guck nach vorne. Atme aus, schließ die Ellenbogen zueinander, Kinn zum Brustbein. Wieder schieb kraftvoll Hände, Kopf zueinander. Und ausatmen, roll ein bisschen weiter, Nase zum Brustbein.
Einatmen. Genieße die Dehnung im Nacken. Atme aus. Stirn zum Brustbein. Einatmen. Atme aus. Roll weiter die Stirn zum Solarplexus. Einatmen. Ausatmen. Stirn auf Höhe des Bauchnabels. Genieße die Dehnung ein. Ausatmen. Die Stirn auf Höhe der Hüften. Einatmen. Ausatmen, die Stirn auf Höhe der Oberschenkel. Einatmen. Ausatmen, die Stirn auf Höhe der Knie. Einatmen. Ausatmen, Knie beugen, Nasenspitze zwischen die Knie. Einatmen. Heb den Oberkörper. Atme aus, zieh die Ellenbogen nach außen, setz dich tiefer. Einatmen, streck die Beine, richte dich auf. Ausatmen, entspann die Schultern, erde die Füße, Nacken frei. Heb das Brustbein an ein. Und jetzt lehn dich, soweit es für dich okay ist, zurück aus. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, senk die Hände. Einatmen hier. Hände vor das Herz. Erinnere dich hier an deine Intention. Atme aus. Wir fließen. Einatmen. Heb die Arme in den Sonnengruß. Heb das Brustbein an. Ausatmen. Tauche. Dein Herz führt bis nach unten ab. Einatmen. Du könntest zurückspringen oder das rechte Bein nach hinten. Ausatmen, schiefe Ebene. Wir machen einen extra Atemzug hier ein. Ausatmen, gerne mit Knien die halbe Liegestütze. Die Arme strecken oder in den aufwärts schauenden Hund kommen. Und ausatmen, in den nach unten schauenden Hund bleibe. Atme ein. Atme aus. Eins, der Blick ruhig, der Nacken frei. Ein. Atme aus. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Beug die Beine. Blick nach vorne. Laufe gerne oder spring nach vorne. Heb das Brustbein an. Und dann lass dich über die Beine nach unten sinken, erde die Füße, komme mit geradem Rücken ein nach oben, heb die Arme über den Kopf, senk die Hände neben oder vor den Körper. Einatmen, heb die Arme, streck dich lang. Ausatmen, tauche bis nach unten ab, Herz führt. Einatmen, gerne zurückspringen oder linkes Bein nach hinten. Und jetzt komm von hier gleich. Lass die Schultern vorne mit Knie oder ohne in die Liegestütze. Drück dich hoch oder komm in den aufwärts schauenden Hund Mitte ein. Und ausatmen, zurück. Nach unten schauender Hund, bleibe ein. Atme aus, eins. Tief ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus auf die Zehenspitzen, beug die Beine, Blick nach vorne. Lauf gerne wieder in kleinen Schritten nach vorne, heb das Brustbein oder springe. Und dann lass dich über die Beine nach unten sinken. Einatmen, heb die Arme, streck die Arme über den Kopf. Aus, senk die Hände. Mach noch eine Runde so. Heb die Arme, streck dich lang ein. Ausatmen, Herz führt. Tauche bis nach unten ab. Gerne wieder zurücksteigen mit dem rechten Bein oder Rücken lang und zurückspringen in die Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauender Hund oder Variante. Und zurück. Nach unten schauender Hund, bleibe, atme ein. Atme aus, eins, die Beine stark ein. Ausatmen, zwei, der Blick ruhig ein.
Ausatmen. Drei. Beckenboden aktiv. Ein. Ausatmen. Vier. Schultern ziehen voneinander weg. Einatmen. Ausatmen. Auf die Zehenspitzen. Po heben. Blick nach vorne. Laufe wie gerade eben oder springe. Heb das Herz. Lass dich dann über die Beine nach unten sinken. Einatmen. Komm den ganzen Weg nach oben. Arme über den Kopf. Und dann senk die Hände. Shivamukti Sonnengruß, verhak die Daumen, zieh die Arme nach oben und zurück. Beug ausatmen, die Beine, verschränk die Finger hinter dem Rücken lang. Einatmen, Beine beugen, Hände zum Boden, rechtes Bein nach hinten und diesmal ausatmen, in den Hund steigen, streck das Gesäß weit zurück. Einatmen, in die schiefe Ebene, lass dir Zeit. Mit oder ohne Knie in die Liegestütze, atme aus, in den aufwärts schauenden Hund oder Variante. Und ausatme, nach unten schauender Hund. Wieder in die schiefe Ebene, einatmen. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn, Herz weit, Boden einmal berühren. Einatmen in die Kobra, aus, Po Richtung Fersen. In den Hund. Einatmen, Ausfallschritt rechts nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein dazu, lass den Kopf los. Verhack die Daumen, aus der Hocke, zieh dich nach oben, hoch und zurück. Und dann schwing durch, verschränk die Finger, Arme hinter dem Rücken lang. Einatmen, Hände zum Boden, linkes Bein nach hinten, Rücken lang. Ausatmen, steige. Rück in den Hund, einatmen vor schiefe Ebene, ausatmen Liegestütze gerne mit Knien, einatmen aufwärts schauender Hund, ausatmen nach unten schauender Hund, einatmen vor schiefe Ebene, ausatmen Knie, Brust und Kinn, einatmen in die Kobra starke Beine. Aus, Po Richtung Fersen, in den Hund. Einatmen links nach vorne, Rücken lang. Aus, das andere Bein folgt, lass den Kopf los, verhak die Daumen. Zieh dich nach oben, streck dich lang und vielleicht zurück. Und ausatmen, senk die Arme neben den Körper. Einatmen, bleibe. Atme aus, füll die Erdung, fühl dich groß. Einatmen, setz den Po tief in den Stuhl. Ausatmen, Hände zum Boden. Tauch über die Beine. Gerne mit dem linken Bein zurück oder vorbereiten, Rücken lang und zurück in die Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauen. Und zurück in den nach unten schauender Hund. Hebt das rechte Bein nach hinten, hoch einatmen. Und setz den rechten Fuß bis zwischen die Hände, linke Ferse nach innen rotieren, starke Beine. Einatmen, komm in den Held Nummer 1. Und dann bleibe ich hier, sitze vorne, tiefer Hände über den Kopf zusammen. Eins. Hintere Bein stark, ein Herz weit. Atme aus. Zwei. Einatmen. Atme aus. Blick leicht nach oben, ohne die Stirn zu runzeln. Drei. Ein. Atme aus. Vier. Einatmen. Atme aus. Fünf. Einatmen. Streck das rechte Bein. Dreh dich zur Seite. Atme aus. Vordere Fuß aktiv. Zieh den rechten Arm weit, weit nach vorne. Und dann komm von hier in das Dreieck. Heb den linken Arm. Taille lang. Atme ein. Blick an der linken Hand vorbei. Atme aus. Ein. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Atme aus, vier. Einatmen. Gerne guck nach unten, musst du nicht, die Beine stark. Fünf. Komme von hier, einatmen, nach oben zum Stehen.
Und dann beugt das rechte Bein, schau das Knie ist über der Ferse, atme aus. Einatmen, heb den rechten Arm. Ausatmen, beug den rechten Arm. Du kannst mit der linken Hand hier deinen Ellenbogen greifen oder versuchen mit von unten die Finger zu greifen. Hier einatmen. Guck einfach zur Seite nach vorne aus. Eins, einatmen. Atme aus. Zwei, ein Herzraum weit. Ausatmen. Drei, einatmen. Atme aus. Vielleicht ein bisschen tiefer sitzen. Vier, einatmen. Atme aus. Fünf. Rechter Arm nach vorne ein, linker Arm zurück, atme aus, Blick über die rechte Hand. Einatmen, streck das rechte Bein. Ausatmen, beug das rechte Bein. Variante 1, Unterarm auf den Oberschenkel. Variante 2, rechte Hand außen auf einem Block zum Fuß oder ganz zum Boden. Linker Arm zieht über die Seite nach vorne, einatmen. Atme aus. Brustkorb rotiert weiter nach oben ein. Der Kopf lehnt leicht zurück. Du blickst an der Hand vorbei. Ein, an der linken natürlich. Atme aus. Drei. Einatmen. Atme aus. Vier. Schieb den hinteren Fuß kraftvoll in die Matte. Atme aus. Bring die linke Hand zum Boden oder gerne auch auf einen Block. Heb die hintere Ferse, Schritt kürzer, Parshvatanasana, rechte Hüfte schiebt zurück, Rücken lang ein. Hier gerne bleiben, also Hände auf dem Block auch gerne. Oder Variante, Finger hinter dem Rücken verschränken, Rücken lang und dann über das rechte Bein nach unten tauchen. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus, fünf. Die Hände zum Boden ein, heb das Herz, beugt das rechte Bein, hebt die hintere Ferse und senkt das linke Knie aus. Einatmen, erde die Füße, richte den Oberkörper auf, heb den linken Arm lang. Und dann ausatmen, dreh dich nach rechts, linken Ellenbogen außen an das Knie, Hände vors Herz, Blick über die rechte Schulter. Vielleicht das hintere Knie einatmen, weg vom Boden. Atme aus, eins. Tief ein. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus fünf. Guck zum Boden. Einatmen. Hände zum Boden. Jetzt von hier in den Drehsitz. Linken Knie außen zum rechten Fuß. Setz dich an der Ferse vorbei. Gerne auch auf einen Block setzen, wenn die rechte Pobacke nicht zum Boden kommt. Und dann heb den linken Arm. Streck dich wieder lang und dreh dich nach rechts. Linken Ellenbogen außen an das rechte Knie. Wirbelsäule lang ein. Guck ins rechte Augeneck, spür die Drehung aus. Eins, einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen. Atme aus. Fünf. Komm, einatmen nach vorne. Dreh dich zur anderen Seite gegen aus. Einatmen in die Mitte. Gibt es auch hier zwei Varianten. Knöchel oder drei Varianten. Hier aufrecht bleiben. Knöchel auf dem Knie oder den unteren Unterschenkel einschlagen. Parallel zum vorderen Mattenrand. Einatmen. Rücken lang. Du kannst die Ferse auf dem Knie, vor dem Knie haben. Ausatmen. Füße sind geflext. Vielleicht lehnst du dich nach vorne. Nimm dir auch gerne den Block unter die Arme. Einatmen hier. Atme aus. Lass den Kopf zum Schluss los. Eins. Einatmen.
Atme aus. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Und dann langsam richte dich auf. Einatmen. Spür hier nach. Atme aus. Heb die Knie, kreuz die Unterschenkel. Und ich nehme hier gerne auch noch den anderen Block. Hände auf die Blöcke. Und dann probier das mal, dich hier einmal hochzuheben, mal den Po wieder sinken lassen. Dann die Füße bisschen einfacher sinken lassen. Und dann versuch beides zu heben. Du schwebst über dem Boden und kommst von hier zurück in den Hund oder in die Liegestütze. Vielleicht kannst du auch sogar springen. Öffne dich in den aufwärts schauenden Hund. Und wir treffen uns im nach unten schauenden Hund. Atme hier ein. Atme aus. Heb das linke Bein nach hinten hoch ein. Linker Fuß nach vorne. Rechte Ferse zum Boden, atme aus. Starke Beine tragen dich nach oben ein. Hände über den Kopf zusammen, atme aus. Entspann den Blick nach oben ein. Ausatmen hier eins. Einatmen. Atme aus. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen. Atme aus. Fünf. Streck das linke Bein ein. Starker Oberschenkel. Öffne die Arme zur Seite. Zieh dich weit nach vorne über das linke Bein. Zieh auch hier den Oberschenkelmuskel an den Knochen. Blick an der rechten Hand die Taille lang. Einatmen. Ausatmen. Eins. Fußgewölbe stark ein. Ausatmen. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Ein. Ausatmen. Vier. Einatmen. Atme aus. Schieb die Füße kraftvoll in die Matte. Wenn du willst, guck runter. Komm einatmen nach oben zum Stehen. Beug das linke Bein, Virabhadrasana 2. Heb den linken Arm ein. Beug den Arm und greif dir gerne hier den Ellenbogen. Oder vielleicht kannst du von unten die Finger ineinander greifen. Gibt es immer eine Schokoladenseite. Einatmen. Atme aus. Herzraum weit ein. Kopf entspannt aus. Zwei. Ein. Ausatmen. Drei. Einatmen, ausatmen, vier, einatmen, atme aus, fünf, löse, linker Arm nach vorne ein, rechte Hand zurück, atme aus, einatmen, streck das linke Bein, ausatmen, beug es wieder, deine Variante, gerne den Unterarm auf den Oberschenkel oder die Hand außen zum Fuß auf einem Block, zieh den rechten Arm weit nach vorne, Rücken lang ein. Und der hintere Fuß geerdet aus, Brustkorb weit ein. Ausatmen, zwei, ein. Das linke Knie schiebt zum Oberarm, ausatmen, drei. Einatmen. Euer Blick entspannt, vier. Einatmen. Und ausatmen, fünf. Bring die Hände zum Boden, gerne auch die Blöcke benutzen, Schritt kürzer machen. Einatmen, Herz weit, zieh die linke Hüfte zurück, fühl dich gut geerdet. Vielleicht verschränkst du die Finger hinter dem Rücken, der andere Zeigefinger, der erste. Und dann atme aus, tauche über das linke Bein. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, drei, einatmen, ausatmen, vier, einatmen.
Atme aus 5, bring die Hände zum Boden ein, heb das Herz, beug das linke Bein und senk das rechte Knie ausatmen zum Boden, Nabel nach innen, heb den Oberkörper, streck besonders den rechten Arm und twiste ausatmen nach links. Hände vor das Herz, blick über die linke Schulter, vielleicht hebst du das rechte Knie einatmen. Atme aus 1, tief ein. Ausatmen, 2, einatmen, ausatmen, 3, einatmen, ausatmen, 4, einatmen, atme aus, bring die Hände einatmen zum Boden und dann komm von hier in den Drehsitz, rechtes Knie außen zur linken Ferse, wieder gerne den Block benutzen. Wenn du brauchst, heb den rechten Arm Rücken lang und dreh dich nach links. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5, einatmen zur Mitte, dreh dich gerne zur anderen Seite auf, komm wieder in die Mitte, deine Variante, entweder Hände hinter dir, linker Knöchel auf dem Knie oder du schlägst die Unterschenkel parallel zum vorderen Mattenrand und ich habe hier immer die Ferse vor dem Knie. Einige können den Knöchel auf das Knie legen. Hier wirklich so einen rechten Winkel einatmen und dann kipp nach vorne, bleib geerdet mit den Sitzbeinknochen, Herz weit ein. Ausatmen, entspann die Gesichtszüge. 1. Einatmen. Nimm den Körper wahr. Atme aus. Der Atem rauscht gleichmäßig und ruhig ein. Körper zeigt dir die Grenzen, geh liebevoll damit um. 3. Einatmen. Ausatmen. 4. Einatmen. Atme aus. 5. Langsam richte dich auf. Einatmen. Heb die Knie und krätsch die Beine diesmal. Atme aus. Einatmen, Rücken lang, gerne nimm auch hier die Blöcke, bleib aufrecht, also geerdet besser gesagt mit dem Becken. Und jetzt kippst du nach vorne, vielleicht, ja, du kannst auch, wenn die Knie schwierig sind zu beugen, einfach aufrecht sitzen bleiben, Hände hinter dir. Tief der Atem, atme aus, einatmen. Lass die Gesichtszüge weich. 3. Einatmen. Ausatmen. 4. Einatmen. Ausatmen. 5. Einatmen. Richte dich langsam auf. Atme aus. Kreuz das linke vor das rechte Schienbein. Nimm dir hier gerne wieder die Blöcke und spiele ein wenig. Hebe dich hoch, einatmen. Und fühle dich hier ganz leicht, freudvoll. Und dann zurück in die Liegestütze. Einatmen, aufwärts schauender. Und zurück nach unten schauender Hund. Einatmen. Komm nach vorne in die schiefe Ebene, kipp auf die rechte Außenkante vom Fuß, linker oben drauf oder du kannst hier den linken Fuß vor dir aufstellen, heb den linken Arm, Vasisthasana, flex die Füße, blick an der Hand vorbei, ein, atme aus, eins, einatmen, ausatmen, 2, ein, ausatmen, 3. Einatmen in die Mitte, zur anderen Seite, deine Variante einnehmen. Taille lang, rechter Arm hebt, atme ein, flex die Füße, atme aus, eins,
Einatmen. Ausatmen 2. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen, schiefe Ebene, Rücken lang. Ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Bleibe hier. Einatmen, Cobra. Ausatmen, senk die Stirn. Einatmen, nimm die Arme nach hinten, heb die Schultern, heb Brustbeine und die Beine für die Heuschrecke. Atme aus, 1. Tief ein. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Atme aus, 5. Leg ab für einen Moment. Hände unter den Kopf. Atme ein. Untere Rücken weit. Atme aus. Stirn zum Boden. Beug die Beine. Einatmen. Greif dir die Füße. Fußspann oder Knöchel, Schienbeine. Atme aus. Heb dich in den Bogen. Einatmen. Dhanurasana. Atme aus. 1. Tief ein. Atme aus, 2, einatmen, atme aus, 3, einatmen, atme aus, 4, einatmen, atme aus, 5, leg ab, andere Wange ablegen, Fersen nach außen, Herzschlag spüren, unterer Rücken weit ein. Atme aus noch einmal, der Bogen, Dhanurasana, beug die Beine, greif dir wieder von außen die Füße oder rotiere, du greifst die Füße, jetzt drehst du die Handflächen nach außen, Daumen geht nach oben und du greifst von innen die Knöchel. Einatmen, hebe, atme aus, 1, einatmen, ausatmen, 2. Flex die Füße, wenn du von innen gegriffen hast. 3. Einatmen. Ausatmen. 4. Einatmen. Atme aus. 5. Leg ab. Kissen machen. Wange ablegen. Tief ein. Vollständig ausatmen. Fühl dein Herz weit. Fühl dich frei. Und dann komm von hier einatmen zum Liegen auf den Rücken. Stell die Füße auf, Fersen sind nah am Gesäß. Zieh die Schulterspitzen zum Boden. Füße hüftbreit für die Schulterbrücke. Erde deine Füße. Einatmen, heb das Becken. Ausatmen, verschränkt die Finger. Hör zu, Ellenbogen, Hinterkopf in die Matte. Heb Brustbein und zieh gleichmäßig die Schultern unter den Rücken. Atme aus, 1. Erde die Innenkante der Füße. Schieb kraftvoller in die Matte. Atme aus, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Bleibe gerne in der Schulterbrücke oder nimm die Hände neben die Ohren, Finger zeigen zu den Schultern. Lass die Füße kraftvoll und einatmen, drück dich in das ganze Rad. Atme aus, 1. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4, einatmen, atme aus, 5, komm aus der Schulterbrücke oder aus dem Rad, wieder langsam nach unten, leg eine Hand auf den Bauch, die andere auf dein Herz, Fersen nach außen, Knie zusammen, entspann den unteren Rücken, atme ein, spür deinen Herzschlag weit und atme aus. Fühl dich geerdet. Entweder übst du noch einmal die Schulterbrücke. Du kannst sie auch gerne dynamisch üben, also Hüften heben,
mit den Armen dazu oder ohne und wieder senken. Oder du kommst mit mir noch in ein Rad. Hände wieder neben die Ohren. Also such dir aus, was für dich passt, ja? Quäl dich bitte nirgendwo rein. Heb die Hüften ein, stell den Scheitel auf, atme aus, Ellenbogen enger zueinander. Einatmen, drück dich in Urdhva Dhanurasana. Atme aus, eins. Tief ein. Atme aus, zwei. Ein. Ausatmen, drei. Einatmen. Ausatmen, vier. Einatmen. Atme aus, fünf. Komm nach unten. Wer im der bewegten Schulterbrücke ist, bitte auch abschließen. Und dann spüre wieder nach. Füße mattenbreit, eine Hand auf dem Bauch, die andere auf dein Herz. Zieh dann die Knie zu dir ran, greif um die Schienbeine, zieh den unteren Rücken weit in die Matte. Schieb nach unten. Tief ein. Entspann die Gesichtszüge, atme aus. Ruhig ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Noch einen tiefen Atemzug hier. Komplett leer werden. So rutsch mit dem Po ein bisschen nach rechts. Umschlinge mit dem rechten Oberschenkel den linken und den Fußspann um die Wade. Beide Beine gebeugt, wenn das möglich ist. Ansonsten lass einfach die Beine gebeugt übereinander und komm dann in die Drehung mit den Knien nach links. Oberkörper nach rechts. Gerne legt ihr auch einen Block oder eine Decke unter den Kopf. Einatmen. Atme aus. Tief ein. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. Drei. Einatmen. Ausatmen. Vier. Einatmen. Ausatmen. Fünf. Langsam Kopf in die Mitte. Entknote die Beine, rutsch mit dem Po zum linken Mattenrand, schling links über rechts, lass ausatmen die Knie nach rechts gehen und den Oberkörper nach links. Tief ein. Atme aus. Eins. Ein. Ausatmen. Zwei. Wichtig, dass die Knie so in Bauchnabelhöhe sind und nicht zu weit unten liegen, also schön zum Oberkörper rangezogen. Hier. Noch einen Atemzug hier. Atme aus. Fünf. Komm wieder in die Mitte, atme ein. Zieh die Knie zu dir ran, greife in die Kniekehlen, Nasenspitze zwischen die Knie aus und dann im Schwung mit den Unterschenkeln. Und lass dich nur ein paar Mal, Kinn bleibt am Brustbein, wieder zurücksinken und du schwingst nach vorne und wieder zurück. Noch zweimal vor und zurückfallen lassen. Hoch und zurücksinken. Und dann kommst du nach oben zum Sitzen, streckst die Beine aktiv, die Füße. Gerne mit einem Gurt üben, wenn du brauchst. Aus dem Becken kipp nach vorne, greif die Schienbeine oder die Füße von außen. Einatmen, zieh den Rücken lang. Lass den Kopf los, atme aus. Eins, schieb mit den Daumen innen zwischen Großzeh und Zweizeh auf den Fußspann. Atme aus. Zwei, Wirbelsäule lang mit der Ein. Sitzbeinknochen bleiben gut geerdet. Mitte aus. Drei. Fühl deinen Atem ruhig und achtsam. Ausatmen. Vier. Nabel geht nach innen. Einatmen.
Ausatmen, 5. Bleiben 10 Atemzüge noch. Ruhig ein. Ausatmen, 6. Einatmen. Ausatmen, 7. Einatmen. Ausatmen, 8. Einatmen. Ausatmen, 9. Einatmen. Ausatmen, 10. Einatmen. Ausatmen, 11. Einatmen. Ausatmen, 12. Einatmen. Ausatmen, 13. Einatmen. Ausatmen, 14. Einatmen. Ausatmen, komplett leer, 15. Heb sanft den Kopf ein. Ausatmen, richte dich auf. Einatmen, zieh das rechte Knie zu dir ran. Öffne das Knie zur Seite, gerne polster dir eine Decke, wenn du brauchst. Dreh dich zum linken Bein, Wirbelsäule lang ein. Mit Gurt oder ohne, greif von außen Fuß, Schienbein oder hinter dem Fuß dein rechtes Handgelenk. Einatmen, Wirbelsäule auch hier lang. Ausatmen, Bauchnabel wird zum linken Oberschenkel, rechte Seite wird gut gedehnt. Einatmen. Ausatmen, 2. Stirn zum Schienbein ein. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Richte dich auf, einatmen. Heb dabei das rechte Knie, streck das Bein aus und zieh das linke Knie zu dir ran, Fußsohle innen zum Oberschenkel, gerne die Decke unterlegen. Einatmen, Rücken lang, rotiere mehr zum rechten Bein. Ausatmen, links greift außen, gerne auch der Gurt. Rechte Hand obendrauf oder du greifst hinter den Fuß dein linkes Handgelenk, lass den Kopf los, atme ein. Atme aus, ein. Einatmen. Ausatmen, 2. Einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen. Ausatmen, 4. Einatmen. Ausatmen, 5. Langsam richte dich auf. Einatmen. Ausatmen. Heb das linke Knie, streck das Bein aus. Für die Rautenstellung der Füße, die Knie leicht beugen, Fußsohlen zusammen. Und dich dann mit einem runden Rücken locker nach vorne sinken lassen. Lass den Kopf los. Tief ein. Die Finger entspannt, atme aus. Du musst nichts greifen, du bist komplett gelöst. Ausatmen, 2, einatmen. Manche mögen auch einen Block unter der Stirn zum Beispiel. Ich finde es eher störend, aber probier es aus, wenn du es nochmal übst, ein. Atme aus, 4, einatmen. Atme aus. 5. Langsam richte dich auf. Einatmen. Atme aus. Heb die Knie. Einatmen. Wir üben eine Variante vom Schulterstand. Dazu nimm dir gerne die Decke oder auch einen Block und du kannst dir auch gerne an die Wand gehen. Ich zeige das mal. Halte Block, Decke, griffbereit. Setz dich ganz nah an die Wand. Und dann lass dich zurückrollen.
Und streck die Beine an die Wand, sodass der Po an der Wand ist. Und dann kannst du hier die Decke richtig schön unter dein Kreuzbein, in den unteren Rücken auch rein zeigen lassen. Oder du nimmst dir den Block. Du kannst aber auch wunderbar im Raum üben. Wir bleiben nur ein wenig länger. Konzentrieren uns auch hier auf den Atem. Heb das Becken, leg dir einen oder zwei Blöcke unter das Kreuzbein. Ich mag das gerne dann auch noch mit der Decke unterstützt. Und dann heb die Beine und entspann die Arme. Fühl deinen Atem, wie er durch die Kehle rauscht ein. Atme aus, der Bauch geht nach innen. Auch hier ist Mula Bandha aktiv. Einatmen. Atme aus. Nimm den Atem wahr. Ein, zwei, drei, vier. Aus. Zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Aus. Zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, atmen, aus, atmen. Nimm deinen Atem wahr. Fühl, wie er durch deine Kehle rauscht. Bleiben jetzt noch 20 Atemzüge ab jetzt. Fühl deinen Atem. Bleib konzentriert. Wir sind bei 5 Atemzüge noch 15. Noch 10 Atemzüge hier. Bleib einfach konzentriert in der Weite. Fühl deinen Atem. Nimm wahr, was jetzt ist. Dieser jetzige Moment. So kostbar. Aus deinem Herzen heraus erfahre dich. Fühl das sanfte Schwingen des Atems noch 5 Atemzüge. Atme aus. Jetzt beug die Beine einfach hier hängen bleiben für einen Moment. Knie einfach nach unten Richtung Schultern sinken lassen. Spür hier nach in dein Becken. Lass den Atem weiterhin ruhig ein- und ausströmen.
Und dann stell einen Fuß nach dem anderen vor dir auf. Nimm den Block, die Decke beiseite. Und hier die Knie zusammen, die Füße mattenbreit und so 4, 5 Mal nach links und nach rechts schwingen mit den Knien und ganz besonders hier um dein Kreuzbein massieren. Und dann komme zurück in die Mitte und streck die Beine aus für den Fisch Matsyasana. Die Füße flexen, die Beine sind stark. Schieb die Ellenbogen in die Matte und heb dein Brustbein an. Schieb die Ellenbogen ein bisschen enger und stell den Scheitel ab. Und ich mag das mal gerne, meine Unterarme zu heben. Bleib gerne auch mit den Händen einfach neben den Gesäß. Und jetzt atme nochmal tief zwischen die Kiemen. Aus dem Bauch. In den Brustkorb. Vollständig aus dem Bauch. Tief ein. Und aus. Noch 5 Atemzüge hier. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Komplett leer. Einatmen. Atme aus. Einatmen. Und dann rutsche, ausatmen, einfach mit dem Kopf wieder zurück. Bleib auf dem Rücken liegen. Beschränk die Finger an den Hinterkopf. Vielleicht möchtest du die Füße aufstellen. Ellenbogen sind nah an den Schläfen oder zueinander gerichtet. Und der Kopf ist passiv und du dehnst hier genussvoll, liebevoll deinen Nacken. Vielleicht nach rechts. Rotieren in die Mitte. Und vielleicht nach links. Wieder in die Mitte. Leg dich ab. Greif ein Knie. Und komm nach oben zum Sitzen in die Kleinkindhaltung. Hier bleiben wir 5 Atemzüge als Vorbereitung. Das Schöne ist, wenn die Stirn am Boden ist, wir aktivieren unser drittes Auge, die Zirbeldrüse. Lassen den Kopf nochmal komplett leer, schwer, tief atmen. Nimm den Atem wahr. Und vielleicht bleibst du in der Kleinkindhaltung oder du hebst den Po und verschränkst die Finger hinter dem Rücken, stellst den Scheitel ab. Schau, wenn das zu viel Stress für den Nacken ist, dann komm lieber in die Kleinkindhaltung. Hier im Hasen tief atmen. Spür deinen Scheitel am Boden, lass den Atem ruhig. Deine Hypophyse wird hier aktiviert, das dritte Auge, genau. So, also die oberen Drüsen im Kopf werden energetisiert, wieder lebendig aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt. Und hier nochmal einatmen und dann ausatmen. Löse die Hände und setz dich zurück auf die Fersen.
Bleib auch hier nochmal in der Kleinkindhaltung, Spürchen nach. Entspann die Schultern. Nimm den Atem wahr, wie er durch die Kehle rauscht. Und dann von hier roll dich langsam nach oben zum Sitzen. Bevor wir in Shavasana gehen, üben wir die Meditation. Setz dich gerne etwas höher, gerne auch in Virasana. Du kannst einen Block zwischen die Fersen, also auf den Fersen bleiben. Oder so wie ich wieder in die Variante von Siddhasana, die Knie zum Boden. Richte dich hier ein. Am Anfang schon erklärt, wie dein Sitzbeinknochen nach unten sich erden, der Scheitel nach oben. Also finde den richtigen Sitz. Und wenn du dich hier eingerichtet hast, dann sag dir innerlich, ich bleibe jetzt so, ich bin still. Und wenn du den Körper zur Ruhe in die Stille gebracht hast, dann finde einen Fokus. Also innerlich dich mit deinem Atem verbinden, spüren, wie er ein- und ausströmt. Und du kannst das mit einem Mantra verbinden, kannst du innerlich mit der Einatmung lass und mit der Ausatmung los rezitieren. Du kannst es natürlich auch mit deinem persönlichen Mantra verbinden. Oder du bleibst jetzt hier noch für 3 Minuten. Lass los. Der Scheitel wächst nach oben. Nackenbereich ist frei. Und was lasse ich los? Ich lasse die meinenden Gedanken und Prägungen, all die Schichten, die noch um mein Herz herum liegen, die mir den Zugang zu diesen ewigen inneren Schätzen der Quelle in uns liegen. Ich komme in die Freude, in den Frieden. Fühle unendliche Freiheit und bedingungslose Liebe. All das, was mich daran hindert, lasse ich los. Ich lass los. Bleibe noch so schön ruhig ausgerichtet, möglichst wenig Bewegungen. Leg dich zurück in Shavasana, deck dich gerne zu. Fühl, wie der ganze Körper jetzt in die Unterlage sinkt, in den Schoß von Mutter Erde.
Entspann die Füße nach außen, die Handflächen locker nach oben und lass los. Ich gebe meinen physischen Körper nun ab, gebe ihn Mutter Erde. Ich lass los alle Spannungen in den Füßen, Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke. Entspanne Waden, Knie und Oberschenkel. Entspanne Hüften und Gesäß. Lass die Spannung im unteren Rücken los. Entspanne den ganzen Rücken. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Bauch und Brustkorb entspannt. Finger, Hände, Handgelenke entspannt. Unterarme, Ellenbogen, Oberarme entspannt. Schultern, Nacken entspannt. Kopfhaut, jede einzelne Haarwurzel entspannt. Die Stirn entspannt. Augenbrauen entspannt. Zentrum der Augenbrauen weit entspannt. Augen entspannt. Schläfen, Wangenknochen entspannt. Kiefergelenk, Unterkiefer entspannt. Zunge gelöst. Entspannt. Die Lippen weich, der Oberkiefer entspannt. Die Nase entspannt, Ohren entspannt, die Haut am ganzen Körper ist entspannt, der ganze Körper gesund und entspannt. Lass ihn los. Fühl dich freier, weiter. Fühl dich geborgen, getragen, auf feineren Ebenen, in deiner wahren Größe, angekommen, zu Hause, angekommen. Lass los. Lass los. All das, was dich davon trennt. Spüre Yoga, Einheit, Ganzsein, Heilsein. Für ein paar Momente noch.
Bleib noch ganz ruhig liegen. Nimm deinen Körper wahr. Komm wieder zurück hier in den Raum. Vielleicht atmest du ein bisschen tiefer und wächst deinen Körper auf. Vielleicht streckst du dich noch mal lang durch, regelst dich, läufst, machst Geräusche, alles okay. Auf die Seite zum Liegen kommen, spürchen nach. Dann komm von hier nach oben zum Sitzen. Halt die Augen noch geschlossen, wenn du möchtest. Und gerne die Hände in Gebetshaltung und ich singe mit mir das Om und dreimal Shanti, Hari Om. Wenn du willst, sing mit sanft ein. Shanti, 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 Hari Om. Schließe in Dankbarkeit ab, wenn du willst, senk die Stirn nach unten. Verbeuge dich vor dem Lehrer, der Lehrerin in dir. Bring dein Herz zur Mutter Erde. Danke dich auch gerne bei ihr. Mambulo Satguru Sri Bhavanaki Chai. Und wenn du soweit bist, öffne die Augen, heb den Blick und ich sage danke dir.